Gesagt, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei der Game Verband. Ich bin Lukas, ich bin zurück in der Mafia Definitive Edition und es geht weiter mit einem Ausflug aufs Land. Ich bin gespannt. Nämlich, es geht jetzt hier weiter nach der letzten Folge, wo wir ein bisschen geschossen haben in einer Kirche. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ich sag, liebe Zuschauer, nochmal zur Erinnerung, ich bringe jetzt jede Woche 3 Folgen Mafia Definitive Edition, also meistens Montag, Mittwoch, Freitag. Damals lief alles über Frank. Die Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Tommy, Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. Danke, Zuschauer. Wöchentlich. Jede Woche 3 Folgen Mafia Definitive Edition. Klar. Damals hat der Boss mit Peppone gearbeitet. Und wir wurden gerufen, um jemanden auszuknipsen. Einen geschmierten Politiker. Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind nochmal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Pauli bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauli überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralphie und triff Pauli am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Oh. Ui. Ja, was wir machen, bevor wir ein Auto holen. Ich gehe aber sicher schnell hoch. Ja, ist gut. Danke, Ralph. Verschwinde, mieser Bastard. Da. Wenn dann gleich die Halbauto. Ja, dann schaut ihr auch noch mit. Muni, danke. Da wollen wir mal, ne? Ui! Späte Arbeit? Ich schlafe, wenn Frank schläft. Mann, er hält uns auf Trab. Morello hat die Finger überall sonst drin, Ralph. Aber der Schnaps ist unser Gebiet. Irgendwo müssen wir vorne sein. Nun, ich richte nur die Autos, Tom. Hab die Kennzeichen nochmal getauscht. Vorsichtig bleiben. Wir sehen uns morgen. Okay. Ui. Ey, der geht echt nicht schlecht. Boah. Der geht echt nicht schlecht. Also, nur aufpassen. Police, aber sonst. Aufpassen.
Ich werde mal aufpassen. Ich habe keinen Bock, dass wir wieder gesucht werden. Zuschauer, muss aber schon gern pausieren. Weil irgendwie hat sich bei mir gerade die Maus dupliziert. Ich habe keine Ahnung. Im Game kann ich die Maus bewegen, aber gleichzeitig auf dem zweiten Bildschirm war sie irgendwie auch noch da. Aber jetzt ist es eben behoben. Ich bin echt gespannt, was jetzt hier passiert. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das hier glatt läuft. Wie man Mafia kennt, wird glaube ich das nicht so schön glatt laufen, wie das vorgestellt wird. Los, Tom! Hey, hey! Vorsicht, Kumpel! Bin gerade erst getrocknet. Tut mir leid. Kennst du die Farm? Ja. Es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Zu Flugscheiße und selbstgebrannten. Das ist eine ganz einfache Nummer. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Ah, triffst du Sarah später? Nachtschicht mit Luigi's kleinem Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Pauli. Ach komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Mich wartet nur eine Couch. Was sie wohl für Geschichten über ihren Papst zu erzählen hat. Luigi war mal ein eiskalter Killer. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht zu viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Dann stehst du nie als Lügner da. Mann, du solltest sie heiraten. Verdammt! Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Zieh nicht gleich den Schwanz an, mein Freund. Er wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Wenn dieser Mistkerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Hier.
falls Frank recht hatte. Ich hol die Jungs und kümmere mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Danke, Jungs. Wir kommen nach. Entschuldigung, bist du schon. Jemand hat heute hier gewartet. Okay. Der Typ, der sich darum kümmern soll, tut nicht mal so, als würde er es tun. Verwahrlost hier. Zur Hölle versteckst du dich. Das ist doch 100 Pro, ist eine Falle jetzt. Das ist leer. Hey, Kumpel. Oh Gott. Waffe fallen lassen. Du zuerst. Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die Hafentour. Also gut. Hierher! Ich hab ihn festgenagelt! Alter! Wow. Nichts hier fühlt sich richtig an. Da! Ich bin's, Tom! Pauli! Warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Kanadier. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch. Tommy. Wie sollte ich das wissen? Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Ich stehe auf Morellos Gehaltsliste. Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Vergiss es, Tom. Wir müssen Sam finden und verschwinden. Alter. Nee. Nein. Diese Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle sein. Die sind schwer bewaffnet. Dagegen sind die von Lost Heaven wie die Pazifisten. Nein. Nee. Ich will nicht. Bitte.
raus, komm. Moin. Alter, Jungs, wollt ihr mich verarschen? Gott sei Dank, wir müssen zu ihm. Ach, 21 Schuss, scheiße. Ihr bleibt hier und passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Außer uns. Ach nein. Hey, Polly. Sammy. Oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Hab was abbekommen. Oh Mann, da ist so viel Blut. Kannst du laufen? Nein. Nein, ich denke nicht. Okay, 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 okay. Halte durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey. Du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell. Sie raten, es kommt noch mehr. Scheiße! Hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar haben wir das. Wo sind all die... Liebe Zuschauer, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.